Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Samstag, heute ist der 18. Mai 2024 und ja, ich bin fit für einen neuen Tag. Hab gestern überlegt, spontan am Montag irgendwie was zusammen zu machen, der Arni, Puff und ich, weiß ich nicht, in den Spreewald fahren oder also nach Lübbenau oder nach Leipzig. Aber wir sind leider ein bisschen spät dran für schnell und günstig. Fahrt nach Leipzig wäre teuer und schnell. In einer Stunde kann man ja von Berlin nach Leipzig fahren und auch zurück. Aber ICE kostet halt 3 Tage oder 2 Tage vor Reise dann doch den ein oder anderen Euro mehr. Mit dem Deutschlandticket braucht man blöderweise von Berlin aus nach Leipzig irgendwie 2,5 Stunden im Idealfall. Oder 3 Stunden 15 gibt es auch eine Verbindung. Jo. Und das schmälert natürlich so ein bisschen die Bereitschaft. Zumal am Montag im Nahverkehr, denke ich mal, relativ viel los sein wird aufgrund des Feiertags. Und es vielleicht noch hier und da schönen Wetters. Na, müssen wir mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Müssen wir vielleicht mal mehr planen. Das ist ja genau mein Ding, aber ich will den auch nicht immer so auf den Leuten nicht immer damit so auf den Sack fallen, so nach dem Motto, lasst mal schon mal ein halbes Jahr vorher planen. Dann ist das preislich auch vertretbarer als Spontanität. Ja, naja. Kicken wir mal, wie das Wochenende so wird. Ich habe für Montag jetzt erstmal nichts geplant. Stream war angedacht, wird es, denke ich mal, auch geben. Vielleicht nicht in 6 Stunden, sondern dann auch 3 Stunden, um vielleicht dann auch nochmal mit anderen Leuten ein bisschen was zu zocken. Ich hoffe ja noch darauf, dass der Jermaine am Montag frei hat und mit uns vielleicht ein bisschen Elite spielen kann, aber ich weiß es nicht. Bisher hat er sich noch nicht dazu geäußert und ja, ich denke mal, an so einem verlängerten Wochenende wird auch in der Clubszene entsprechend mehr los sein. Und da ist es eher unwahrscheinlich, dass er da Zeit haben wird. Ja, ansonsten kommt jetzt gleich noch Getränkehoffmann, holt das Leergut ab und bringt neue Getränke. Und dann mache ich ab 12 Uhr mittags eins auf Nonne Neuter. Spielen wir weiter und wahrscheinlich auch durch, schätze ich mal. Jo, Woche war gut, Woche war lang, Woche war viel los. Und ich freue mich jetzt auf 3 Tage Wochenende. Und dann schauen wir mal, wie die nächste Woche wird. Und ob ich vielleicht doch noch am Montag oder morgen rausgehe. Mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, habt einen schönen Samstag. Kommt gut durch den Tag. Wenn ihr mögt, schaut gerne im Stream vorbei. Und ansonsten bis zu einem der nächsten täglichen Vlogs oder Streams. Bis dann. Tschüss.